Hallo und herzlich willkommen zurück zu 18 für ein halbes Leben. Ich bin der Cracky, das ist Folge 15 unseres fantastischen durchgezockt Spezials zu dem legendären Half-Life. Und letztes Mal hat der Eierwecker mal wieder gebimmelt und ich brauche einen neuen PC. Retro-PC Nummer 6 darf ich euch heute vorstellen. Dabei handelt es sich um eine mal wieder ganz, ganz besondere Maschine. Keine Angst, heute gibt es keine Verkaufsveranstaltung in der Beziehung. Ich möchte euch trotzdem die Maschine sehr gerne kurz vorstellen. Wir haben ein neues Gehäuse. Wir haben mal ein anderes Gehäuse. Ja, unglaublich, aber wahr. Und zwar ist das das Rasurbo BC13. Wenn ihr bei eBay nach Billig-Billig-Gehäusen sucht, das ist das schöne schwarze mit der leichten Klavierlack-Optik vorne. Ohne Netzteil, ich glaube 15 Euro oder so kostet das. Ja, ich habe ein Gehäuse gebraucht für die Kiste und das ist das Gehäuse. Im Innenleben, was wesentlich interessanter ist, also das Gehäuse ist eigentlich schon nicht so passend jetzt für das Innenleben, was da drin steckt. Als Hauptplatine haben wir dieses Mal ein Super Sockel 7 Mainboard. Super Sockel 7, Super Sockel 7, krass, oder? Super, was ist so super an diesem Sockel? Bisschen Geschichte, vielleicht fangen wir einfach mal an. Intel hat ja seinerzeit die Pentium-Prozessoren, das wisst ihr ja, Pentium. Dann kam auch der Pentium 2. Und der Pentium 2, das war dann schon der Slot 1. Die haben wir jetzt schon viel in Aktion gesehen, die ganzen Pentium 3-Prozessoren. Das ist im Prinzip derselbe Steckplatz. Zuvor waren die Intel-Prozessoren aber auf Sockel 7 Mainboards. Ja, Intel hat bis zum Pentium 233 MMX für den Sockel 7 Prozessoren gebaut. Die Konkurrenz AMD hat dann weitergemacht auf dem Sockel 7 und dabei wurde dieser dann irgendwann zum Super Sockel 7 umbenannt, als dieser nämlich auch mit 100 MHz Frontside Bus lief und ungeahnte Höhen in Sachen MHz erreichte. Das ging dann bis 550 MHz bei den AMD Prozessoren. Und ja, wir haben hier ein sogenanntes Super Sockel 7 Mainboard am Start. Das ist eins von Tecram. Das ist ein Hersteller, der hauptsächlich in SCSI seinerzeit auch gemacht hat und in Servergeschichten. Das P5M3-A+. Meine Güte, was ein Zungenbrecher. Mit einem VIA-Chipsatz. Müsst ihr mich aber schlagen. Ich kann das, weiß es nicht genau, kann es nicht genau eruieren, ob das jetzt ein Apollo ist oder ein MVP. Hast du nicht gesehen? I don't know. Es ist ein VIA-Chipsatz. Als Prozessor haben wir den K63+. Das ist eigentlich ein Mobilprozessor, der steckte damals in den 5 Notebooks, die es damals mit AMD-CPUs gab. I don't know, wie viele Notebooks es damals gab, aber das war ein mobiler Prozessor. Der war halt besonders stromsparend ausgelegt und eigentlich nicht für den Hausgebrauch auf so einem Mainboard gedacht. Den haben wir da drin mit 400 MHz. Der ist allerdings übertaktet. Darum ist auch dieser Kühler etwas ausladender. Der ist übertaktet auf 550 MHz, läuft das gute Stück. Wenn man passende Boards hat, dann schafft er wohl sogar die 600 MHz. Auf dem Tecram konnte ich aber nicht mehr rauskitzeln. Das Ding läuft mit 550 MHz und macht ganz gut Dampf. Ist aber immer noch nicht so schnell wie so ein Pentium 2 mit 400 MHz zum Beispiel. Warum ist das so? Prozessoren machen im Prinzip zwei Aufgaben. Jetzt könnt ihr mich alle schlagen, also ich weiß auf jeden Fall, es gibt im Prinzip, konnte man es damals so einteilen, dass man gesagt hat, es gibt zum einen die Anwendungsleistung, also das, was unter Windows gebraucht wird, was der Prozessor machen kann, und dann gibt es die Gaming-Leistung, also die 3D-Berechnungsleistung, das ist die sogenannte Fließkommaleistung, die FPU, und die Pentium-Prozessoren, Pentium 2 und Co., die waren in der Hinsicht zu der Zeit unerreichbar. Also deutlich stärker als hier die AMD K6 CPUs zum Beispiel. Ich habe hier mal einen K6. Seht ihr mal zum Vergleich. Das ist jetzt einer mit 233 MHz. Eine richtig lahme Krücke. Das ist jetzt hier ein Pentium 2400, aber das ist ja egal. Auf jeden Fall die K6 Prozessoren, die waren in Sachen FPU sehr, sehr langsam. So. Warum war dann der Pentium 2 im Vergleich so verdammt schnell? Ja? Ich habe hier auch einen K6 2400, habe ich auch. Das war dann der K6, der noch ein bisschen mehr 3D-Funktionen hatte, Erweiterungen. Das, was man heute alles unter SSE kennt, da gab es dann damals 3D Now und hast du nicht gesehen. Warum ist der Pentium so schnell? Warum ist er so groß vor allem?
Der Prozessor, der rechnet ja nicht nur, der braucht auch ein bisschen Speicher, um seine ganzen Befehle zu speichern. Und die Pentium 2 Prozessoren, ab dem Pentium 2 hatten sie den Level 2 Cache. Das ist der Zwischenspeicher, der kleine Zwischenspeicher. Den hatte er direkt auf der Platine mit drauf. Leider ist jetzt hier die Kappe davor, man sieht das dann nicht. Den hatte er direkt als Nachbar, als Pool im Garten und konnte ganz schnell mal schwimmen gehen drin und war dementsprechend sehr, sehr schnell bei der Cache-Geschichte. K6 und K6 II, die mussten den Level 2 Cache auf der Hauptplatine, also auf dem Mainboard, zurückgreifen. Also das ist so, als wenn ihr erstmal ins Schwimmbad fahren müsstet, um dort dann eure Runden zu drehen. Und der Nachteil dabei ist auch noch, ihr könnt dort eure Runden nicht so schnell drehen, wie ihr das im Pool könntet, weil direkt verbauter Level 2 Cache läuft mit der vollen Prozessorgeschwindigkeit, also zum Beispiel Pentium 2 400, dann läuft der Cache mit 400 MHz. Auf einem Board-Cache, der kann nur so schnell laufen, wie der Frontside-Bus läuft, und das waren dann damals 66 MHz oder 100 MHz. Das heißt deutlich langsamer. Warum erzähle ich euch den ganzen Scheiß? Keine Ahnung, ich kann es auch wegschmeißen. Der K6 III Plus oder auch der K6 III, der hatte dann nämlich auch seinerseits, das ist jetzt der K6 II, aber nur um es zu zeigen, der hatte seinerseits auch Level 2 Cache direkt on die, also direkt hier mit drauf, und den konnte er mit der vollen Geschwindigkeit fahren, und das hat dem Prozessor gut 20% mehr Leistung gebracht gegenüber einem gleichgetakteten K6 II. Also im Prinzip der Superbrüller auf dem Super Sockel 7, immer noch keine FPU-Power-Granate, aber ein richtig cooler Prozessor, und ich bin sehr stolz, dass ich mir den auch bei eBay geschossen habe. Da gibt es noch welche, die verkaufen diese Industriedinger, die wollen auch 10 Euro für so eine CPU haben, was ja eigentlich viel Geld ist für die Leistung, die man da bekommt. Aber ich wollte mal das Maximum aus Sockel 7 rausholen, und das Mainboard musste ich dann sogar updaten. Da musste ich ein BIOS-Update fahren von einer speziellen Seite. Da gibt es eine Website, da Hobbyprogrammierer, die sind da am Werk, und die stellen dann BIOS-Versionen zur Verfügung für die verschiedenen Mainboards, nur damit dieser K6 III Plus, dieser Mobile-Prozessor, auf dem Board überhaupt läuft. Ja? Cooles Teil, und ich bin sehr gespannt auf die Leistung jetzt bei Half-Life, was dann dort abgeht. 192 MB SD-RAM haben wir verbaut auf der Maschine, in der Maschine. Mehr brauchen wir ja nicht unter Windows 98, 128 würden es auch tun. 192, schöne Zahl. Als CD-ROM-Laufwerk, um mal kurz wieder aus dem Inneren rauszugehen, haben wir auch ein sehr beliebtes damals, das TEAC CD532E. Das CD-ROM-Laufwerk mit der Panzerschublade, so habe ich es immer gerne genannt, weil die Schublade, also die Lade vom Laufwerk, sehr robust ist, einen sehr robusten Eindruck macht und immer einen kernigen Sound hatte beim Reinfahren. Bin auch ein sehr großer Fan von diesem Laufwerk. Als Festplatte haben wir eine Seagate, eine 20 GB IDE-Platte. Besonderheit hierbei, die gab es damals in einer Serie, die hatte so eine Gummiummantelung. Die hat die Kontakte vor äußeren Einwirkungen geschützt. Vor Stürzen konnte das natürlich die Platte dann auch nicht bewahren, dass die dann den Geist aufgibt. Ganz lustige Geschichte. Und natürlich bei dieser geballten Prozessor-Power, auf die ich sehr stolz bin, müssen wir natürlich auch zur Grafikkarte kommen. Da haben wir als Hauptkarte im System, als primäre Karte, eine ATI Rage 128i oder auch genannt Xpert 2000 mit 32 MB. Eine sehr komische Form, wie ihr seht. Sieht so aus, als hätte irgendwer was bei der Karte rausgeschnitten. Liegt auch daran, weil das eine Karte ist, die damals in Komplett-PCs zum Einsatz kam, und die ist in Sachen 3D-Leistung nun wirklich nicht vom Grundsatz her zu gebrauchen. Gut, wir spielen auch nicht auf dieser Karte Half-Life, sondern auf einem Voodoo 2 SLI gespannt. Endlich ist es soweit. Wir spielen auf eine Voodoo 2 SLI. Ich meine, es wären Karten von Gainward. Die Voodoo Alert Jungs und X3DFX Jungs, die wissen da bestimmt ein bisschen mehr, was das für ein Fabrikat ist. Ich glaube, es ist eine von Gainward mit 12 MB. Die haben den zusätzlichen Speicher hinten drauf, den wir jetzt bei der Maxi Gamer, die ich hier ausgepackt habe. Ihr erinnert euch an das Retro-Video, so Paket auspacken und so. Die hatte ja hinten den Speicher nicht drauf, den hat die Karte jetzt drauf. Und die läuft halt mit 2x12 MB über dieses kleine Kabel verbunden im SLI-Modus. Und beide rechnen dann abwechselnd, nee, die rechnen nicht abwechselnd volle Bilder, oder? Die rechnen, glaube ich, Zeile für Zeile. Die eine Karte rechnet die obere, die andere Karte die untere Zeile.
Ich glaube, dieses abwechselnde Bilderrechnen, das ist erst bei den modernen Nvidia SLI-Lösungen oder ATI Crossfire gang und gäbe. Ja. Auf jeden Fall Leistungssteigerung im Prinzip um fast 100%, egal welche Anwendung läuft. Das ist sehr, sehr cool. Und wir werden die Karten auch in 1024er Auflösung befeuern. Da geht die Post ab. Ich freue mich schon drauf. Als Netzwerkkarte haben wir eine ganz einfache von Edimax mit einem Realtek-Chip. Nicht weiter der Rede wert. Hauptsache Netzwerk, 100 Mbit. Und Soundkarte auch schon gesehen. Eine Soundblase 16 Plug and Play im ISA-Steckplatz. Gute alte, robuste Karte. Mal wieder kein Sound im Half-Life-Menü, das kennen wir ja. Nicht so schlimm. Zu guter Letzt sehen wir uns natürlich nochmal die Rückseite des PCs an, wo uns auch das schöne goldene Gitter vom Enermax-Netzteil auffällt, was da drin steckt. Ein 365 Watt-Netzteil, vollkommen überdimensioniert, aber man nimmt halt das, was rumfliegt. Des Weiteren sehen wir dort dann auch das Loop-Through-Kabel von der zweiten Grafikkarte, von der ATI-Karte, an die beiden Voodoo 2s. Man muss dabei aber nur an eine Voodoo 2 gehen, weil wir ja auch nur einen Bildschirm haben, und stecken das dann dort dran, und da kommt dann auch der Bildschirm an den blauen Anschluss und dann geht das weiter am Bildschirm. Sehr logisch. Benchmarks haben wir auch gemacht und da sehen wir dann aber auch die Schwächen. Auch wenn das so ein hochgezüchteter Prozessor ist, es ist immer noch Sockel 7 und es ist immer noch die AMD K6 Reihe, die halt eine schwache Fließkommaleistung hatte. Unreal mit 99 Frames. Unreal mit 49 Frames ist noch ganz gut dabei. Aber bei Quake 3 25,7, das ist schon in der Grenze, wo ich sagen würde, scheiße, das kann man so nicht spielen. Entschuldigung für die vulgäre Ausdrucksweise. Earth 2150 sieht ja besser aus mit etwas über 80 Frames und der Gesamtverbrauch 90 Watt ist auch in Ordnung. Diese Voodoo 2s, die waren nicht gerade sparsam. Wenn die sich dazu schalten, dann hast du mal schon so 30 Watt mehr auf der Leitung. Da geht schon gut was ab. Aber jetzt kommen wir zu Half-Life, würde ich sagen. Wieder genug gequatscht. Keine Verkaufssendung diesmal, dafür technischen Schnickschnack, den vielleicht keiner versteht und ich auch nur die Hälfte wieder richtig erzählt habe. Aber ich mach's halt gerne. Es macht mir Spaß. Wir stellen die Eieruhr, aber erst starte ich das Spiel hier. Jetzt habe ich gerade meine Notizen gelöscht. Wir capturen heute übrigens erstmals in 720p Auflösung mittels 150er Adapter, VGA auf HDMI und dann eine spezielle Capture-Karte und so. Ich hoffe, ihr werdet es genießen können. Das wird in Zukunft dann immer so sein mit dieser besseren Bildqualität. So, stellen die Uhr. 40 Minuten haben wir ja gesagt. CD Go. Da ist es. 40 Minutes. Und ich gucke nochmal kurz an der Kamera. So, ich musste kurz schneiden, weil die Kamera jetzt im Longplay-Modus laufen muss, weil das sonst nicht mehr passt. So viel Blabla, so viel Rechnerfilm. 40 Minuten und wir gehen in Half-Life rein. Meine Damen, meine Herren. Ah, gut. Wir sind hier letztens stehen geblieben. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht wirklich den Peil, wo es hier lang ging. Das ist dieser Verbrennofen. Durch den bin ich jetzt auch schon fünfmal durchgefahren. Und mein Gedanke, muss ich hier vielleicht runter? Doesn't look like it. Ah! Oh. A little brick in the wall. Ich hatte das nämlich soweit dann schon mal vorbereitet, vorgeschnitten. Holy shit, das sind Headcrabs. Übrigens, für alle, die auch zusehen, nicht nur die Aufnahmetechnik hat sich verbessert. Nein, ich bin diesmal auch sogar so hart und sage V-Sync an. Also die vertikale Synchronisation. Das heißt, ihr werdet keine verzerrten Bilder mehr haben, ist wahrscheinlich. Und mit 30 Frames läuft das. Ach so, da geht's zu den Stairs, ja? Follow to the stairs. Holy. Sehr gut. Let me through. Ja, hat doch funktioniert scheinbar. Nein. Okay. That's not it. Okay, dann laufen wir mal hier in die Richtung.
geht es denn hier lang? Sieht so aus. Aha. Ah! Hatte ich doch den richtigen Riecher? Ach du Scheiße. Help me! Was ein Müll. Ich kann nicht rennen. Was ein Müll. Die wollen mich doch verarschen, oder? Boom. Ja. Tot wie vier Leichen. Scheiße auch. Hing! Hing! Ja. Radiation Area. Hört sich natürlich sehr gut an. Das sieht auch nicht gut aus. Ah, Headcrab des Todes! Muss ich hier lang? Ich glaube, ich muss da durch. Jetzt hat mich der Headcrab gekillt! Ja! Shit! Ach geil! Vielen Dank für diesen Zwischenspeicher! Sehr kulant! Und runter! Hey. Cool! Ich glaube, festgespeichert, ne? Tja, cool. Premiere bei 18 für ein halbes Leben. Voll fest gesaved. Spiel laden, bitte. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal den. Verstrichene Zeit. Hä? Keine Ahnung, gucken wir mal, was das jetzt ist. Ich weiß es nicht. Oh, Junge. Daten werden geladen. Ah ja. Ja, danke. Jetzt konnte ich noch reagieren. Seht ihr? Normal soll das nämlich so sein, dass es ein Grill ist. Aua. Das hat jetzt auch weh, aber egal. Und dann soll man nämlich speichern. Aber ich habe es halt überlebt, weil ich so HD war. HD in Sachen Lebensenergie. Hurra. Ja, hier ist eine Müllpresse und runter geht's. Autsch. Da ist Radiation und da sind Barnacles. My name is Barnacle. Ich sitze hier noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Fragwürdige Ethik. Ah! Wie nett, dass der Strom auch noch elektrisch ist. Jetzt heute habt ihr es aber mit mir, ne? Der Strom noch elektrisch. Was erzähle ich eigentlich für einen Stuss? Kaputt. Einmal drauf geschossen. Heil. Musik. Teak-Laufwerk. Okay. Ach du Scheiße. Was bist du denn für einer? Ach du Scheiße. Ja. Könnt hier einen Button drücken. Oh. Was geht denn hier ab? Hat es gereicht? Was ein Glück. Gott. Horror. Aha. Sieht so aus, als wäre das hier alles noch so relativ intakt, ne? So ein bisschen anfangen zu forschen. An den ganzen Viechern. Die Headcrabs können wir wahrscheinlich auch freilassen oder sie werden jetzt gegrillt oder sowas. Ho, 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 ho.
alle weg. All grilled. Flame grilled beef. Ja, danke. Gib mir eine Waffe. Ah! Kaboom. Warum droppt er denn nix? Ihr wollt mich doch veräppeln jetzt. Hey, das bringt nichts da oben. Ist alles abgeriegelt. Der einzige Weg, hier rauszukommen, wäre, jemanden zu finden, der eine Berechtigung für den Scanner hat, mit dem die vordere Tür aufgeht. Ich bin ziemlich sicher, dass sich in den Labors ein paar Wissenschaftler verstecken. Wenn wir bald auf die Suche gehen, können wir sie vielleicht finden und dazu bringen, uns rauszulassen. Ja, dann komm. Stimmt. Unsere Chancen stehen besser, wenn wir uns zusammentun. Auf geht's, Barney. Irgendwie nur mit Crowbar fühlt man sich ganz schön schwach. Es ist wie ein kleiner Mario. Super, und da hinten stehen wieder mal Soldaten. Yo, Barney, gib alles. Hier geht ja voll ab, der Barney. Oh! Endlich Maschinengewehr, was ein Glück. Barney geht ab. Du gehst ja voll ab, Junge. Komm jetzt mal. Okay. Wir haben früher übrigens eigene Half-Life-Levels gebastelt. Deathmatch-Levels. Und dieses Level hier, das stand im Prinzip Pate für eine Map von einem guten Kumpel. Mhm. Bla 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 bla. Bisschen Munition, kann nie schaden. Jetzt sind wir wieder hier. Ach nee, ist ein anderer Raum. Ja, yeah, Barney, mach mal auf. Die stapeln sich da. Ach! Und jetzt kippt er beim erstbesten Headcrab aus den Latschen. Zuckelt ein bisschen. Kann am Prozessor liegen, kann aber auch an der übermenschlichen Grafikkarteneinstellung liegen. Ich höre Funksprüche. Kann man hier jetzt wieder machen? Schon wieder so Flamed Beef. Ist das jetzt Zeitschinder-Modus oder was? Auch sonst nichts passiert jetzt. Man hätte natürlich auch alle Hellcrabs rauslassen können und dann da rein. Junge! Was da oben wohl lang geht? Aber hier waren wir schon. Die Tür ist jetzt nur auf. Zwei. Immerhin sind die Jungs gleich auf den Plan gerufen worden. Ja, ich glaube, jetzt muss ich wohl oder übel aufs Maschinengewehr wechseln. Jetzt auf einen Haufen Prozent.
Oh, Explosives. Schade. Kein Loch in der Wand. Oh. Ja, fragwürdige Ethik. Ich verstehe schon. Was hier los ist, ist nicht so lustig. Hättet ihr mich beinahe bekommen, ne? Ja. So war das gedacht. Hab mir jetzt aber auch nichts ausgemacht. Let me rein! Hm. Jawoll, ja! Warum reagieren die eigentlich auf Gordon Freeman so allergisch? Warum ist das mal wieder so ein unsterblicher Headcrab? Unendliche Gänge. Okay, jetzt haben wir die Tür auch offen. Wie schön. Ich will doch nur hier raus. Ich glaube, die Standard-Map Data Core, die auch bei Half-Life dabei war, das ist die, die sich hier an dem Szenario dann auch orientiert, quasi. Data Core. Ja, auch sehr gern so ein bisschen Deathmatch drauf gespielt. Was geht hier ab? Wir lassen sie mal kämpfen. Lauschen der Dinge, die da von rechts kommen. Wer hat gewonnen? Die Armee, ne? Was kann man hier machen? Lasern. Ja, was ist denn das? Na, Waffe? Finger weg, das ist ein Prototyp. Es ist viel zu unzuverlässig. Hat die Tendenz zu überladen. Was soll das heißen? Oh. Ihr armen Jungs. Das ist die Gauss. Super coole Waffe. Erster Schuss und zweiter Schuss ist so ein Aufladeschuss. Geilste Track überhaupt bei Half-Life. Muss man einfach genießen. Ne? Schnell aus den Latschen kippt, aber Muni ist leider schon leer. Noch ein Laser? Das ist nur Laser. Yeah, Muni für die Gauss. Muss ich nochmal gucken. Hier war auch nichts. Sau cool gemacht, dass man hier oben auch die Laser langlaufen sieht. Einer fehlt noch. Hallo Hühnchen. Kaboom. So, ich glaube, jetzt haben wir sie nicht mal alle, oder? Das sieht auch ganz gut aus.
Oh yeah, gebündelte Laserpower. Do not disturb, ja. Sehr massiv. Ah, ich verstehe. Die Kiste dazwischen schieben oder was? Geht aber nicht. Ah, die Kiste da drunter schieben, dass das Teil gar nicht richtig runtergehen kann. Tada! Danke. Das war mal ein gescheites Rätsel jetzt. Wir fallen in die Ladepause.